Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt wahrscheinlich alle den Koalitionsvertrag gelesen, deshalb glaube ich, brauche ich das eine oder andere jetzt hier nicht mehr zu referieren. Aber wir stehen vor einer wichtigen Woche und da ist noch so eine kleine Wahl am Mittwoch, die gelingen muss, damit das, was wir jetzt bis hierhin geschafft haben, auch tatsächlich Wirklichkeit und Politik in diesem Lande werden kann. Und wenn ich hier so stehe, dann ist es mir an dieser Stelle, bevor ich jetzt auf die Inhalte komme, ein ganz besonderes Anliegen, Danke zu sagen. Danke zu sagen an die vielen Kolleginnen und Kollegen aus den LAG. In unserem Bereich sind das relativ viele, die LAG Landwirtschaft, die LAG Energie, die LAG Abfall, die LAG Tierrechte, die LAG Boden und Wasser und Naturschutz und die LAG Verbraucherschutz. Ihr alle habt sehr intensiv am Wahlprogramm mitgearbeitet und wart auch bei den Koalitionsverhandlungen immer ständig Begleiter und Ratgeber. Und deshalb ist es auch euer Koalitionsvertrag. Herzlichen Dank. Und ich möchte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, der Landtagsfraktion, aber auch der Landesgeschäftsstelle. Ohne euch wäre dieser Koalitionsvertrag nicht zustande gekommen. Man kann immer im Koalitionsvertrag in der Politik nur so gut sein, wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen, mitzuverhandeln, dabei zu sein, wichtige Anregungen zu geben, gerade in den letzten 4 bis 5 Wochen an Wochenenden, in der Woche abends spät. Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dieser Koalitionsvertrag nicht zustande gekommen. Deshalb ist es auch euer Koalitionsvertrag. Herzlichen Dank. Und mir ist es an dieser Stelle ein ganz besonderes Anliegen. Lieber Rainer, du hast die Furche im Bereich Klimaschutz, in der Klimaschutzpolitik in den letzten 15 Jahren gezogen. Du hast den Acker bestellt. Ich möchte nur erinnern an die Enquetekommission weg vom Öl, an das Klimaschutzgutachten von dir initiiert, an unser eigenes Klimaschutzkonzept für Nordrhein-Westfalen, an das Konjunkturprogramm Klimaschutz, an das Gebäudesanierungsprogramm, alles auf dem Mist, auf dem Acker von Rainer gewachsen. Und jetzt das Klimaschutzgesetz und die Vorarbeiten, die dafür notwendig waren, auch von Rainer geleistet. Wenn Rainer zu Klimaschutz oder Wirtschaftspolitik im Landtag redet, dann ist die Stimmung gespannt wie ein Flitzebogen. Verbindlichkeit, Aufmerksamkeit. Und der Rainer hat es geschafft, Wirtschaftspolitik und wirtschaftspolitische Debatten zu konzentrieren auf Klimaschutz und Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen, auf grüne Politik. Dafür, Rainer, herzlichen Dank. Es ist dein Koalitionsvertrag an dieser Stelle. Und mit dem Dank verbinde ich natürlich auch die Bitte, deine Kraft und deine Ideen in Zukunft genauso einzubringen und gemeinsam für besseren Klimaschutz, für Klimaschutzgesetz und für eine lange Strecke in der Klimaschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten. Herzlichen Dank nochmal. Ja, es ist so, die letzten 5 Jahre waren für die Umweltpolitik in Nordrhein-Westfalen verlorene Jahre. Und wenn es am Mittwoch gelingt, dann ist diese dunkle schwarz-gelbe Zeit vorbei. Schwarz-gelbe Politik stand im Widerspruch zu den Zielen der Nachhaltigkeit, zu Umwelt, Natur und Verbraucherschutz. Ich will jetzt die lange Negativliste gar nicht mehr aufzählen. Aber am Mittwoch besteht die Chance, dass das Legende in der Politik dieses Landes wird. Und der Koalitionsvertrag ist dafür ein Zukunftsplan, eine Roadmap. Sie ist ja noch nicht Politik, die Politik, die im Koalitionsvertrag steht, sondern ein Entwurf für diese Politik. Aber sie kann gelingen. Ein neuer ökologischer Aufbruch in Nordrhein-Westfalen mit ambitionierten Umweltzielen, Nachhaltigkeitszielen, mit Rahmenbedingungen für bessere Umwelt- und Lebensqualität. Und der zentrale Punkt ist, dass wir an dieser Stelle im Ökologiebereich unser Wahlprogramm im Koalitionsvertrag haben fast vollständig umsetzen können.
Nun ist das kein Zeitpunkt für Triumph, aber vielleicht sage ich es etwas diplomatischer. Wer so ein ausführliches, kluges Wahlprogramm schreibt wie die Grünen an dieser Stelle, da kommt dann auch ein Koalitionspartner nicht drum rum, das in einen Koalitionsvertrag zu schreiben. Wir haben ausführlich ein Umweltwirtschaftsprogramm verankert. Wir wollen endlich wieder eine eigenständige, schlagkräftige Umweltverwaltung. Wer nach Dortmund schaut, PCB das Stichwort, der weiß, wie dringend notwendig das ist. Wir brauchen einen umfassenden Schutz des wertvollen Naturerbes. Das ist abgesichert. Wir haben das Grundrecht auf gesundes Leben verankert. Und wir wollen den Verbraucherschutz umfassend stärken. Ein Land wie Nordrhein-Westfalen braucht Zukunft vom Lande, deshalb einen neuen Aufbruch bei einer anderen, nachhaltigeren Land- und Waldwirtschaft und ausdrücklich die Verbesserung der Tierrechte. Ich will allerdings an dieser Stelle auch ein bisschen vorbeugen. Das Programm, was im Koalitionsvertrag steht, ist umfassend. Und wer die Erwartung hat, dass wir da schnelle Erfolge bekommen, der wird möglicherweise an der einen oder anderen Stelle enttäuscht sein, weil wir in der Fülle innerhalb kurzer Zeit gar nicht alles umsetzen werden können. Es ist ein Programm für 5 Jahre. Aber aufgrund der besonderen Bedingungen, Minderheitsregierung und der Notwendigkeit, schnelle Erfolge zu erzielen, müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren in diesem Bereich des Koalitionsvertrages aus meiner Sicht auf die Bereiche Klimaschutz. Da werden wir nach Ergebnissen nach sehr kurzer Zeit gefragt werden. Was habt ihr erreicht? Und ich glaube auch, dass ähnlich wie der Klimaschutz die Frage der Artenvielfalt ein zentrales Zukunftsthema sein wird. Und da sind die Bedingungen gut im Koalitionsvertrag. Ein eigenes Naturschutzgesetz in NRW, die Stiftung Naturerbe. Wir wollen den Naturschutzetat verdoppeln. Wir wollen endlich einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen und am liebsten in der Senne. Und wir wollen mit einem Naturschutzfördergesetz gerade die viele geleistete ehrenamtliche Arbeit im Naturschutz besser und dauerhafter absichern. Aber ich will auch das Feld etwas weiter spannen Richtung Wasser. Es wird wahrscheinlich das größte Investitionsprogramm im Bereich des Ministeriums sein. Über 80 Millionen im Jahr werden in Gewässerschutz investiert werden, in die Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie. Denn die Gewässer, unsere Gewässer sind Lebensadern für Klimaschutz und für Artenschutz. Und deshalb ist das ein gutes Zeichen fürs Land, dass wir hier einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt haben. Neben den Fragen Begrenzung des Flächenverbrauchs, aber auch der Einführung eines Kies-Euros. Insgesamt ist der Koalitionsvertrag, ich will jetzt nicht durch die einzelnen Bereiche so intensiv durchgehen, eine runde Sache für Ökologie, Politik in Nordrhein-Westfalen, für einen neuen Aufbruch. Ich will allerdings auch nicht verschweigen, dass es schwierige Gelände in diesem Zusammenhang gibt. Ihr wisst alle, dass bei der Bayer-CO-Pipeline die Koalitionspartner nicht einer Meinung waren und sind. Allerdings ist es an diesem doch sehr schwierigen Punkt der Koalitionsgespräche gelungen, festzuhalten, dass wir elementar einen Sichtwechsel in die neue Landesregierung tragen. Wir nehmen erstmals die Ängste als Landesregierung der Menschen sehr ernst. Sie werden nicht weiter ignoriert. Wir wollen die Verfassungsmäßigkeit des Enteignungsgesetzes überprüfen. Es sind die technischen Zweifel an dieser Pipeline formuliert worden. Wir wollen einen Dialogprozess initiieren und eine umfassende Problemlösung, auch mit der Frage, ob CO nicht an den Standorten produziert werden kann. Insofern ist es nicht die Umsetzung unserer Forderung der sofortigen Aufhebung. Aber es beschreibt den Weg dahin, wie wir zu einer Entscheidung kommen, die dieses schwierige Projekt in den Küchenschrank stellt. Deshalb ist es eine Beschreibung, ein Weg, aber noch nicht die Lösung. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Das ist sowieso das Kennzeichen dieses ganzen Vertrages.
Und an dieser Stelle insbesondere. Wir werden Politik in Nordrhein-Westfalen zukünftig nicht gestalten können, wenn die Einladung nicht auch bei den Bürgerinitiativen, bei den Menschen und bei den Gruppen in der Partei so verstanden wird, dass wir gemeinsam spielen müssen, dass wir Doppelpässe spielen müssen, dass das Kämpfen um bestimmte Positionen weitergehen muss und die Regierung das nicht alleine wird lösen können. Das ist die Koalition der Einladung und ihr alle seid herzlich aufgefordert, daran mitzuwirken. Und wir brauchen eure Unterstützung für eine gute Politik in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank.